Willkommen zurück zu Rust in Warfare. Ich habe jetzt das Ganze mal ein bisschen größer gestellt hier, das Interface. Ich habe auch gesehen, dass es so einige Grafik-Sparks gibt. Irgendwie, wenn man die Einheiten auswählt und Befehle gibt oder sowas, dann gibt es da offenbar kleinere und größere Problemchen. Das ist nicht so richtig richtig, aber naja, ich hoffe mal, wir werden es überleben. Muss ich mal auf dem Ohr machen, leise machen, weil die doch ein bisschen gedröhnt, die Geschichte. Ja, das letzte Mal haben wir im Eis gekämpft. Jetzt ist leider hier die Mission 7, Lava Fortress, angesagt. Mal sehen, ob das was wird. Ich glaube, es gibt kein Briefing. Wir springen direkt rein. Wird ziemlich übel, nehme ich an. Ja. Komische Geräusche. Egal. Wir starten einfach mal. Sehr hart, genau. Es wird lustig. Ja, wie ich mir dachte, es geht direkt los. Ohne große Umschweife. Jetzt schauen wir doch mal. Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal ordentlich durchboxen durch die Geschichte. Aber ja, ich würde sagen, wir wagen uns mal so schnell es geht vor. Da kommen wir natürlich erstmal so nicht hin. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja. Können wir mal in die Zukunft denken oder beziehungsweise direkt mal loslegen und so viel wie möglich hier an Extraktoren aufbauen. Ah, ja. Vielleicht ist das hier so eine Art Wettkampf. Wer zuerst kommt, mal zuerst oder so. Den da oben lassen wir aber trotzdem schön stehen. Den Extraktor packen wir. Ah, verdammt. Okay, da ist Feind, aber ich hoffe mal nur ein paar Einheiten. Und nichts Gravierendes. Was machen wir da am dümmsten? Vielleicht. Ach ja, jetzt muss ich runterscrollen, weil die Sachen nicht auf einen Bildschirm passen. Genau. Am liebsten hätte ich ja wirklich gerne diesen Raketenturm. Denn der hat sich als wahnsinnig ja, effektiv entpuppt, würde ich mal sagen. Artillerie. Genau, die hätte ich gern. Und zwar bevor der da drüben irgendwelche Raketentürme oder sowas aufbaut. Ja, eine Artillerie müsste erstmal ausreichen. Was haben wir da? Raketenturm, jedenfalls gleich. 2-4, Rocket Turret. Hier vielleicht. Genau, da sind wir auf jeden Fall in der Lage, die auszuschalten. Die Geschichte. Die werden gleich wahrscheinlich nerven kommen. Oh, sie kommen schon jetzt zum Nerven. Sehr gut. Auch nicht schlecht. So, hier bitte mal weitermachen. Was können wir dazu packen? Am besten eine Sam-Geschichte. Das kann jetzt zumindest so ein bisschen mal die Abwehr übernehmen. So, dass hier nichts durchfährt. Einfach so vielleicht. So, die reparieren das Ganze. Ja, ich glaube, dann machen wir lieber die Fahrzeuge Platz. Ah, schön. Hier ist leider keine Luftabwehr. Macht das was? Kann der nur in die Luft schießen? Can attack air only. Okay, dann habe ich hier erstmal kein Problem. Mach aber auf jeden Fall noch Sam-Geschichte hier hin. So vielleicht. Der hier schießt auch nur in die Luft. Oh, okidoki. Das funktioniert für den Moment. Das muss aber hinten weg. Ich könnte mal spaßhalber. Reicht das? Das reicht, okay. Bitte mal hier angreifen. Jetzt machen wir den zuerst Platz. Ja, ich gebe ihn schon mal als Ziel an, aber ob das reicht, wird sich zeigen. Ich glaube aber doch, wir sind ganz gut dabei. Hier auch die Reparatur. Quatsch, die Upgrades fahren. Bis noch gleich auf Tier 3, wenn es geht. 2.500. Jetzt, genau. So, das ist auf jeden Fall erstmal gesichert. Das machen wir gleich alle. Können wir da nicht schon zusätzlich angreifen oder macht das so dermaßen Schaden? Okay, das scheint zu funktionieren. Den Speer vielleicht mal vor. Das wäre auch eine Maßnahme. Ach, wunderbar. Okay, dann vernichten. Alles platt machen hier drüben. Denn wir brauchen das hier als allererstes. Ich würde mich ganz gerne was aufbauen. Ein Imperium. So. Und wenn das fertig ist, kommt die Samsite dazu. So ein bisschen schneller als sonst, wenn es geht.
Hier vielleicht auch nochmal eine Sam, einfach nur damit. Nein, dahinter. Ah, machen wir es hier hin. Obwohl das Gebäude an sich regelt ja eigentlich einiges schon ab, aber er regelt, nicht regelt. Das machen wir auf Stufe 2. Jetzt müssen wir uns hier dann wahrscheinlich durchboxen. Das wird höchstwahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Ich mache erstmal die ganze Abwehr dicht. Da könnte ich ein fliegendes Etwas hinpacken. Haben wir dann hier die Einheiten? Ja, haben wir. Luftfabrik, denn ich glaube kaum, dass man da großartig sonst durchkommt. Vielleicht mit einem Mac. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass der da irgendwie sich durcharbeiten kann. Ja, wie ich mir dachte. Alles klar. Alter, kann man nichts reparieren, aber naja. Du bitte mal beiseite und du einfach nur mal ganz kurz Reparatur. Dann gehe ich dann rüber, wenn es hier... Oh, ja. Ich hoffe mal, die Reichweite ist ausreichend. So, da fahren wir zurück. Brauchen wir hier noch was? Eigentlich nicht, ne? Ich nehme es mal nicht an. So, dann aufsammeln, rüberfahren, entladen, entlädt und hier bitte mal den Extruktor. Und wenn der fertig ist, würde ich sagen, Raketen, na, direkt eine Sam-Geschichte. Auch gleich verbessern auf die nächste Stufe. Verdammt, wir haben den Panzer verloren. Dann muss leider noch ein Rocket Turret hier hin. Vielleicht so. So, jetzt mal dieses dümmliche Geschütz da hinten platt machen. Und die Abwehr hätte ich auch ganz gerne wieder. Denn ich muss sagen, ich finde es ganz gut, wenn die komplett zu ist, die Geschichte. So, doppeltes Raketenwerfergeschoss. Das dürfte eigentlich so ziemlich... Ne, dürfte es nicht, wie man gleich sehen wird. Okay, es reicht wahrscheinlich nicht wirklich für alles, aber... Na, da will schon einer durch. Was ist denn das für ein Frechdachs? Fährt er einfach durch? Ich glaube, ich spinne. Machen wir ein Gebäude halt hin, dass erstmal Ruhe ist. Stellt er sich jetzt eigentlich gerade vor? Haben wir mal ein Bollwerk. Hier kommt ihr nicht mehr durch. Hier ist meines, das wäre auf jeden Fall Level 2, denn ich denke, viel mehr muss ich hier eh nicht machen, ne?
Tipp, tipp, tipp.